Hier spricht wieder Ustra und es geht wuselnd weiter hier bei Towns. Und wir sind soweit, wir haben ein paar weitere Personalräume gebaut und versuchen gerade noch ein bisschen weitere Räume zu bauen. Und eigentlich suchen wir auch noch den ein oder anderen Ort, an dem es eventuell Eisen geben kann. Wir haben bis jetzt noch keinen Ort gefunden, leider. Aber das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern. Hoffe ich zumindest. So, und wir rutschen immer weiter hier in dieses unterirdische Gewölbe. So, weg damit mit den ganzen Viechern. Ich denke, wir haben keine andere Chance, außer wir müssen uns hier noch ein bisschen weiter tiefer buddeln. Machen wir mal zwei tiefer. Dann müssten wir auf diese Ebene kommen. Genau. Und dann können wir hier... Wenn ich das weghaue, haue ich auch das gleichzeitig weg. Also muss ich... Wir stehen eigentlich hier... Genau, ich muss noch einen tiefer buddeln, nämlich an dieser Stelle. Oder? So ist es doch. Es ist gleich kompliziert gerade, Flatten Blocks. Wir sind gerade da. So, und da müssten wir doch da eigentlich nochmal buddeln können. Jetzt sind wir nämlich... Da. Und jetzt kann man hier vielleicht so abbauen. Wer weiß das schon. Und dann müssten wir so eine Art Tunnel bauen dadurch. Oder man fällt einfach nach unten in den Dungeon rein. Das geht natürlich auch. Shit, da ist jetzt so ein fettes Loch entstanden, wo es einfach ins Nirgendwo geht. Na gut. Halten wir das mal fest an der Stelle. Und versuchen jetzt lieber weitere... Ich weiß, dass ein Händler gekommen ist. Ich weiß das. Weitere Personalräume zu bauen. Oh, was ist das? Ein Zwergending. Schön. Der hat bestimmt irgendwas aus Eisen. Am besten, am liebsten wären wir erstmal Roheisen. Iron. Ja, davon möchte ich gerne so drei Stück haben. Ich kann hier Monstergel verkaufen. Ich kann auch gleich eine Schmiede verkaufen, theoretisch, aber das ist mir zu blöd. So. Hat der noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Ich denke nicht. Also können wir das so tauschen. So, und jetzt haben wir endlich Eisen und können uns eine Schmiede bauen. Yeah. Da kommt ihr hin, die Schmiede. Und um eine Schmiede bauen zu dürfen zu können, brauchen wir natürlich auch ein... Bla... Ein Anvil. Tongs und Stonehammer. Ich glaube, Tongs können wir... Oh mein Gott, einmal bauen. Und ein Stonehammer können wir wahrscheinlich auch einen bauen. Und dann kann man wohl eine Schmiede bauen. Oh oh. Oh oh, ich hoffe, ich mache alles richtig. Und man könnte ein Cooking Bowl bauen aus dem Resteisen, was wir haben. In die Kitchen, oder? Zack. Oder nicht? Iron Torch and Wood Cooking Bowl. Ist das keine Kitchen doch? Anvil, Smelter und Anvil. Wir brauchen einen Smelter. Dafür brauchen wir natürlich auch drei Eisen. Scheiße. So ein dreckiger... Ah, shit. Egal. Es wird langsam in unserem Dorf. Es wird langsam. Hier oben haben wir auch bald zwei neue Hütten. Lagen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da unten in den Dungeon reinkommen. In den weiteren Dungeon.
Wie wär's, wenn wir das abmetern? Und das abmetern? Ich glaube, wir sollten hier über die Kohle gehen. Wir können uns hier mal so 2, 3 eventuell hier in die Kohle reinbuddeln. Ich glaube, das ist effektiver. Und dann von da aus in den Dungeon gehen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon, was wirklich interessant ist, was effektiv ist und was nicht? Ich weiß das zufälligerweise natürlich nicht. So, der schläft am Fischerstand, das finde ich natürlich schön und gut und ruh dich ruhig aus, mein Freund. Ist kein Problem. Personalraum. Den brauchen wir da auf dieser Höhe, auf dieser Größe. Und einen weiteren Personalraum hier auf dieser Höhe, dann gleich, wenn es soweit ist, auf dieser Höhe. Perfekt. Jetzt haben wir zwei neue alte Menschen gekriegt, sehr gut. Schön, danke schön. Vielen Dank. Aber was will man machen? Wir haben jetzt zwei alte, neue Menschen. Und auch diese schlafen sicherlich gerne in einem Bett aus Tierknochen. Naja, neue Menschen im Dorf haben oder nicht, das ist ja hier die Frage. Vielleicht können wir die in irgendeine Gruppe zuweisen. Was macht denn diese Gruppe? Auto-Equip, nein. Diese Gruppe macht Bauen. Okay, dann können wir einen alten Mann noch zum Bauen schicken. Das ist Gruppe 2, meine ich. Hört auf, alles zu essen, ihr Idioten! So, dann könnt ihr das mal alles abmetern. Hier ist soweit alles gut und da sind wir jetzt tiefer gekommen und da können wir jetzt hier theoretisch durch die Dungeon Wall, da müssen wir aber hier einen Patrouillenpunkt nehmen und hier mal die zwei Dungeon-Wände wegreißen. Und dann könnte man da theoretisch, wenn man die holt, auch nochmal tiefer gehen. So, und hier brauchen wir auf jeden Fall Holz. Das kann weg, denn wir sind noch nicht fertig mit unserem Hausbau. Mit dem Ausbau des Hausbaus. So, das haben wir. Jetzt können wir hier mal eben kurzerhand diesen komischen Wahnsinn hier stoppen. Und ich möchte da kein Minimum mehr gesetzt haben. Dankeschön. Denn ich möchte gerne das nächste Mal, wenn wir hier wieder Korn haben, dieses benutzen, um hier noch Weizen zu pflanzen. Denn wir brauchen noch Weizen. Davon gehe ich stark aus. Okay. Soweit so gut. Ich weiß manchmal gar nicht, wofür ich manche Sachen genau brauche, außer zur Dekoration. So, dann könnten wir bis dahin das machen. Und so machen. Okay, das geht jetzt schon. Bauen geht schneller mit zwei Leuten. Das gefällt mir zumindest schon mal. So, dann kann man hier so machen. Dann kann man da so einen Bauauftrag machen. Damit die wenigstens schon mal so einigermaßen bedient sind. Da können wir dann noch jede Menge Personalräume hinmachen. Man muss natürlich immer sehen, man muss natürlich darauf achten, dass wir jetzt genug zu essen kriegen für die Leute. Das ist natürlich nicht mal eben so erledigt. Das weiß ich natürlich auch. So, okay. Da könnte man hier jetzt noch zwei tiefer gehen. Und dann ist man da, wo das. Wo hier das Stein liegt. Jawohl, jetzt bin ich hier auf derselben Höhe. Da könnte man hier versuchen, die Dungeon Wall so ein bisschen wegzureißen. Mal gucken, was so da ist. Kohle auf jeden Fall. Und jetzt sind wir drin im Dungeon.
Und da kann man gleich mal eine Gruppe hinschicken. Was bist du für einer? Ein Goblin-Leader. Okay, du warst ziemlich stark, würde ich behaupten. Und da gab es einen Gang. Okay. Oh mein Gott, lauf, lauf, lauf. Wir haben einen Zyklopen gefunden, Goblins gefunden. Was bist du? Du bist ein Bonehelm, sehr gut. Hobgoblin-Kaiser. What the fuck? Kein Grund, da runter zu gehen. So, und jetzt kann man nämlich sagen, hier mache ich wieder ein Minimum von 3. Und man macht wieder 3 Brote. Und macht hier mal ein Minimum von 9. So, das ist ja nur das, was man selbst gepflanzt hat. Und man macht auch hier dann 9 Brote. Und dann macht man davon auch 9... So, und dann kann man nämlich perfekt immer genau Brote machen. Obwohl, nee. Das kann man leichter machen. Und zwar, indem man einfach hier sagt, das rennen die ganze Zeit hin und her. Davon brauchen wir nur 3. Das geht auch. So, aber immer wenn sie jetzt können, machen sie Brote. Ist ja so nicht schlecht. Das müssen die auch immer dann fleißig essen. Die Brote. Und gut, dass wir da unten reingegangen sind, in die Höhle des Todes! Scheiße. Nämlich. Höhle des Todes. Scheiße. So. Neue Personalräume braucht das Land. So groß sollten die sein. So dick müssen die Personalräume sein. Wie groß sind die? 4x4. 4x4. So, okay. Neue Personalräume, yay. Die sind auf jeden Fall nötig. Und leicht verschoben, weil wir jetzt hier 2... Moment mal eben. Ich kann die Zonen kann ich doch auch löschen, oder nicht? Delete. Okay, alles klar. Da war doch was. Die müssen hier mal eben anders angeordnet werden. Einfach damit wir mehr Platz haben. 4. Und das müsste nämlich da auch nochmal gehen. 4. So, jetzt haben wir... viel mehr Personalräume. Sehr gut. Rotieren in den Osten. Dankeschön. So. Jetzt können auch hoffentlich mehr Leute kommen. Dafür brauchen wir aber wieder ein bisschen mehr Zufriedenheit. Und um diese zu erreichen, brauchen wir mehr Brot. Wir könnten auch Apfelkuchen herstellen, glaube ich. Oder Apfelbrot oder sowas. Flurs und Äppel. Phil 95. Besser als das Brot. Aber dann... die Äpfel haben ja auch so eine Fill-Time, oder? In irgendeiner Form. Wenn man die Äpfel isst, hoffe ich. Flur und Sugar. Kann man einen Keks machen. Und es boostet die Happiness. Sugar. Da müsste man hier Zuckerkane wegmachen. So, und da könnte man auch Zuckerrohr oder Zucker überhaupt da anpflanzen. Machen wir das doch. Sollte ja so kein Problem sein. Für uns. Erstmal ein bisschen mehr um die Landwirtschaft kümmern. Plain Zucker. Da müssen wir Zucker hinmachen. Meine Freunde. Lecker, lecker Zucker. Zack. 3x Zucker. Perfekt. Needs to be close on water to grow. Wirklich? Dann sollten wir den da mal weg. Wer ist gestorben und warum? Warum ist Gregory dann runtergegangen? Wo ist ein Held eines Past Heroes? Ich will das gar nicht wissen. So, da kann man hier... und dann kann man da gleich... Wasser reinfüllen. So. Wehe, unsere Leute gehen jetzt da runter. Ihr blöden Scheiß. Ach so, die
Die meinen das ernst. Die wollen da echt hoch. Okay. Aber unsere Leute haben eigentlich keinen Grund mehr, da runter zu gehen. Oder? Auf jeden Fall wuseln jetzt wieder ziemlich viele Leute. Und wir haben wieder ziemlich viele Leute verloren. Normalerweise könnten wir auch sowas in eine Schlachtbank machen. Ach, die haben wir schon, die Schlachtbank. Aber wir brauchen noch irgendwas zum... Eigentlich zum Kochen. Looks like it won't last long. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Useful to bring water to the mountains. So, da ist doch jetzt Wasser drin. Ganz einfach gemacht. Ah, Ghost of Past Hero. Wie kommt der denn da hin? Der tötet gerade alle unsere Leute. Ich sage das ja nur ungern, aber unser Supervisor sollte eine Guard sein. Und du solltest das hier vernichten. Oder nicht? So, just in case solltest du deine Leute verteidigen. Ah! Massensterben! Okay, wir haben nicht mehr viele Leute. Ist okay. Ist okay. Genau genommen haben wir noch 4 Leute. Ist okay. Außer, dass sie natürlich minimal unglücklich sind. Wir sollten nicht ganz so viele Brote backen. Wir sollten eigentlich mehr... Wir sollten davon mehr haben. 9. Ja, 6. Und wir sollten... weniger Brote machen. Nämlich nur 3. Und da können wir nämlich auch versuchen, Zucker abzubauen. 3 mehr haben wir nicht. Deswegen können sie sich darum kümmern. Und dann könnte man Kuchen backen. Wenigstens. Was brauchen wir denn dafür? Baker's Oven. Den haben wir. Hört auf zu sterben! Sterben ist nicht erlaubt! Niemals ist Sterben erlaubt. Heute. Heute nicht! Ich glaube, wir sollten alle wieder in die obergeordnete Sache tun. Und die wieder aus den Gruppen. Ja, und genau. Und jetzt sollten die einfach alles machen. Weil ich habe Angst vor Helden. Und unser Supervisor ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ja, angeschlagen auf jeden Fall. Wehe, da rennt jetzt nochmal so ein Geist rum. Ich kriege einen Anfall. So, jetzt könnte man nämlich auch sagen, man kann mal einen Kuchen mal backen. Und das macht dann die Happiness hoch. Und dann sind wir wieder glücklich. Und wenn wir wieder glücklich sind, kommen wieder neue Leute in die Stadt. Vielleicht ist das eine gute Sache. Man könnte auch Fisch jetzt machen. Cooking. Baking. Butchering. Gegrillter Fisch. Oder low cooking fire. Stove or cooking fire. Okay, eventuell machen wir mal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, nee, 1, 2, 3, 4. Wir brauchen mal eben ein Feuer. Würde ich mal sagen. Und dann machen wir eben das Fisch, den Fisch zu essen. 1, 2, 3, 4. Da können wir, denke ich mal, den Fisch drauf vorbereiten. Ich hoffe, der Peter brennt jetzt nicht in dem Feuer. So, und da könnte man sagen, man könnte das Feuer immer wieder anstacheln mit Wood. Ja gut, okay, dann mach das doch einfach. Damit das nicht ausgeht. Weil Holz haben wir ja auch genug.
Dann retten wir uns erstmal unsere drei Leute, die jetzt noch leben. Können wir jetzt über die Zeit retten? Vielleicht. Wer weiß das schon? Wir brauchen erstmal wieder ein klein wenig Happiness. Weil gleichzeitig fangen die Leute nämlich jetzt auch wieder an zu angeln, weil wir keine Fische haben. Ein Händler, das ist schon mal gut. Wie viele Fische haben wir denn gesagt oder eingestellt, wie viele ich holen soll? Vier? Mach mal zwei. Ist völlig in Ordnung. Und dann mach immer, dass wir einen Fisch haben. Cooking, Grilling, ein Fisch auf Minimum. Okay, dann sollte das in Ordnung sein. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Kann ich Menschen kaufen? Ich könnte die Knochen verkaufen. Hast du eventuell noch Eisen? Tierfelle? Cool. Er hat Eisen. Da kaufe ich doch mal alles. Okay. Jetzt hau ab. Dann kann ich nämlich Sachen bauen. Ja! Endlich! Smelter. So, zack. Das ist für die Schmiede. Und dann kann ich nämlich eine Cooking Bowl bauen. Ja! Endlich! Es geht weiter voran! Nach so viel Leid. Drei Menschen, die alles geben, um zu überleben. Und einer, der noch irgendwie Wache schiebt. Um den nicht zu vergessen. Ich bin froh, dass es dich gibt. Mann mit der Keule. Du hast uns, der Bromho, du hast uns viel Gutes getan, Bromho. Vielleicht, wir haben wieder sehr wenig Happiness, weil wir nichts zu fressen haben und so ein Scheiß. Und weil wir viel zu tun haben und so ein Scheiß. Wir haben doch einen Smelter, auf zu jammern. Mal gucken hier, haben wir jetzt keinen, doch wir haben noch einen. Smelter, Anvil, ja. Können wir doch das Ding bauen. Da, wo die Kuh steht. Oh, endlich. Wir schaffen's. Wir haben eine Cooking Bowl. Ja, das heißt... Wieder ein Händler. Viele Händler... Was kann ich denn jetzt machen? Ich kann etwas kochen. Ich kann Bananen kochen. Cooking Fire. Okay, ich könnte auch Fleisch machen. Wenn ich das denn möchte. Aber was machen wir mit der Cooking Bowl? Da muss doch irgendwas. Stove. Cooking Fire. Cooking Bowl. Kaktusfrüchte. Cave oder Jungle Mushrooms. Bucket of Milk or Water. Mountain Stew. Mushrooms. Wo soll ich denn die Mushrooms herkriegen? Mushrooms, Mushrooms, überall die Mushrooms. Wir können Stockbetten bauen, yes. Sehr gut. Normale Betten will keiner. Laternen hat er aber. Ich habe aber kein Geld für Laternen. Wir könnten ihm auch nichts verkaufen. Dann ist das erstmal in Ordnung. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir wieder eine kleine Pause hier von Towns. Vielleicht überleben die Leute die nächsten Minuten noch. Vielleicht auch nicht. Ihr werdet es mitkriegen und erfahren in der nächsten Folge. Also, bis dahin.